So, ich bin mal ganz schnell hier durch das Studio gewetzt und sitze jetzt mit meinen Panelisten, mit meinen Branchenvertretern und Rednern hier auf der Bühne. Drei davon sind in Berlin im Studio, die möchte ich zunächst vorstellen. Da wäre zunächst Dr. Markus Heller, er ist Managing Director der Consulting-Firma Dr. Fried and, oder Fried. Fried. Wir sind noch deutsch. Wir sind noch deutsch, ne? Dr. Fried und Partner. Daneben sitzt Claudia Müller, sie ist Koordinatorin der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus. Herzlich willkommen. Und wir haben auch im Studio Stefan Baumert, Vorsitzender der Geschäftsführung TUI Deutschland. Und wir sind nicht alleine, sondern Sie sehen, wir haben auch zwei Damen online zugeschaltet. Das ist zum einen Daniela Schade. Sie ist Chief Commercial and Distribution Officer Deutsche Hospitality. Und Sektionschefin Magister Ulrike Rauch-Keschmann. Sie ist Leiterin der Sektion Tourismus und Regionalpolitik im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus in Österreich. Herzlich willkommen und Grüße auch nach Österreich an der Stelle. Jetzt trägt ja unser Panel hier den Titel Trends und Herausforderungen im Dachtourismusmarkt. Und ich möchte jetzt nicht das gesamte Panel mit der Ukraine verbringen, aber in diesem Fall würde ich gerne gleich noch anschließen, denn das gehört sicherlich zum Thema Herausforderungen. Und vielleicht auch ganz zu Beginn an Sie alle eine persönliche Frage stellen, denn egal mit wem ich gesprochen habe in letzter Zeit, man kann sich nicht informieren. Also man ist die ganze Zeit, schaut, was ist da los, und es belastet einen. Nicht nur überwiegend natürlich, weil man dieses unsägliche Leid verfolgt, sondern auch, weil man sich Sorgen macht, was heißt das denn jetzt irgendwann für uns? Könnte da es etwas für uns bedeuten? Und das macht es schwer, sich aufs Tagesgeschäft zu konzentrieren. Würde ich mich gerne wissen von Ihnen, Herr Dr. Heller, wie schaffen Sie die Balance? Schwer, schwerlich, aber ehrlicherweise, wir sind natürlich in einer Branche, die jetzt schon seit 2 Jahren im Krisenmodus unterwegs ist. Und von dem her ist das leider nur noch der Punkt auf dem I und macht das Leben natürlich nicht einfacher. Ja, Frau Müller, wir haben jetzt auch gerade vom Bundesminister, vom Tourismusminister gehört, wie wichtig der Tourismus ist. Aber wenn man sich anschaut, womit man sich gerade täglich beschäftigen muss, auch die Politik, hat das Thema Tourismus dann momentan, hat man überhaupt Zeit dafür? Ja, wenn auch schwer. Ich bin nebenbei auch noch Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Das heißt, ich bin gerade wirklich auch sehr nah dran. Aber trotzdem ist es wichtig, jetzt nicht alles nur darauf zu fokussieren, sondern trotzdem den breiten Blick zu haben, eben auch auf den Tourismus. Wir haben jetzt mehrere Jahre Krise hinter uns und wir sind eigentlich immer noch drin. Und jetzt kommt eine zusätzliche dazu, die uns alle sehr belastet, die Menschen belastet, die Familien belastet, Kinder fragen nach. Und deswegen brauchen wir auch die Chance zur Erholung. Und deswegen ist Tourismus auch in dieser Phase wichtig. Und natürlich, Herr Baumert, wir wissen, dass die Luftfahrt, der Luftverkehr jetzt sowieso schon harte Jahre hinter sich hat. Hat man da noch die Kraft, wenn man sich jetzt das noch zusätzlich anschaut? Oder sagen Sie irgendwie so, jetzt vielleicht fahre ich in Urlaub und lasse das alles hinter mir? Nee, natürlich. Es ist, wie der Markus Heller schon sagte, es ist jetzt die nächste Herausforderung nach 2 Jahren Krise. Ich meine, wir haben vor 2 Jahren unser Geschäft komplett eingestellt. Das gab es vorher noch nie. Wir hatten keinen einzigen unserer Gäste mehr in den Destinationen unterwegs. Das war zum damaligen Zeitpunkt unvorstellbar. Wir sind danach durch Höhen und Tiefen gegangen und stellen uns jetzt der nächsten Herausforderung. Ja, es ist anders gelagert, auch wirklich keine schönen Bilder, die man jederzeit sieht. Und es fällt auch schwer, dann an sowas Unbeschwertes wie Urlaub zu denken, wenn man die Bilder sieht. Aber es ist ein bisschen, wie Frau Müller sagte, man muss ja trotzdem weitermachen. Ne? Ja, es ist auch irgendwie so der Survival-Mechanismus, ja, dass es trotzdem weitergehen muss. Frau Magister Ulrike Rauch-Keschmann, Sie sitzen jetzt in Wien, das ist, weiß ich gar nicht, jetzt kilometermäßig. Ich weiß, dass von Deutschland, von Berlin fährt man in etwa 10 Autostunden an die Grenze der Ukraine. Also das ist schon sehr nah. Wie erleben Sie das? Also für uns ist das natürlich auch eine sehr belastende Situation. Die ukrainische Grenze ist für uns näher als zum Beispiel Vorarlberg. Also es ist schon die Dimension, auch wenn sie in den vergangenen Jahren gefühltermaßen die Ukraine, Russland weit weg ist, zeigen die Bilder der letzten Tage, Wochen einfach sehr erschreckend, wie nah das alles ist und verschiebt natürlich auch die Prioritäten. Und es rückt schon das Weltbild zurück. Und vor 2 Wochen dachten wir noch, die Pandemie ist unsere größte Krise. Und immer wenn man glaubt, es geht nicht schlimmer,
dann haben uns die letzten zwei Jahre gezeigt, dass es immer noch doch ein bisschen schlimmer geht. Und bei all dem, wo wir jetzt auch versuchen, das ist doch notwendig, zu helfen, zu schauen, wie kann man die Situation jetzt besser machen und Menschen in Sicherheit bringen, ist, denke ich, auch unsere Verantwortung, gerade auch im Tourismus, eine Perspektive nach vorne zu geben, um letztendlich der Branche, aber auch den Menschen in der Ukraine, im Osten hier auch eine Perspektive zu geben. Und da kann der Tourismus, glaube ich, auch einen positiven Beitrag leisten. Ja, Frau Schade, ich hatte Sie mit Absicht jetzt zum Schluss dieser Runde aufgehoben, weil ich denke, gerade wenn es um Hotels geht, um Unterbringungsmöglichkeiten, das ist ja momentan auch ein ganz entscheidendes Thema, wenn man sich die Flüchtlingsströme auch ansieht. Und es gibt ja diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, die auch Minister Habeck mit angesprochen hat, der Menschen, die man überall sieht. Und man liest auch immer wieder, dass vereinzelt Hotels, ob das jetzt Privatpensionen sind oder größere, sagen, wir nehmen auch Menschen auf. Also könnten Sie uns da ein bisschen erzählen, inwieweit Ihre Branche mit den Folgen des Krieges jetzt auch hands-on, also richtig aktiv umgeht? Also Sie sagen da, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, nämlich wir sprechen vorher immer über das Thema Tourismus und Geschäftsreisetourismus, aber gerade die Hotellerie hat eine unglaubliche Systemrelevanz, nämlich hier auch unterstützen zu können. Und wir haben seitens der deutschen Hospitality auch schon sehr früh die möglichen Kapazitäten auch an die Bundesregierung gemeldet, sodass dort auch jederzeit abgegriffen werden kann, wenn Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Das haben wir sehr, sehr früh schon gemacht und haben auch unseren General Managern der einzelnen Marken, ob das jetzt Steigenberger, ob das Intercity ist, wie auch immer, dass die wirklich die Möglichkeit haben, vor Ort sehr unbürokratisch zu helfen, bis zu einer gewissen Größenordnung natürlich, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Hotellerie natürlich in den letzten zwei Jahren auch wahnsinnig gebeutelt war und wir natürlich helfen wollen, im Rahmen, was wir machen können, auch absolut helfen. Aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, eben der Bundesregierung eben diese Kapazitäten gemeldet haben, gleich zu Anfang. Weil ich glaube, dass es jetzt einfach super wichtig ist, dass wir den Flüchtlingen schnellstmöglichst helfen und die auch unterstützen. Gibt es denn andere Bereiche im Tourismus, wo man da noch unter die Arme greifen kann, Herr Baumert? Ja, wir sehen wirklich eine riesige Welle an Hilfsbereitschaft in der ganzen Branche, würde ich sagen. Und wir unterscheiden das bei uns immer in so zwei Kategorien. Das eine ist, was wir produktnah nennen. Das ist genau, was Frau Schade eben sagte, wo man so nah am eigenen Produkt helfen kann. Das bei uns zum Beispiel haben wir dann sehr schnell angefangen, gestrandete ukrainische Touristen zurückzuholen, die ja in die Ukraine nicht mehr fliegen konnten. Die meisten davon nach Polen, weil sie dann doch nah an der Ukraine sein wollten. Sind wir jetzt auch in Gesprächen noch über Sonderflüge, vielleicht aus der Fernstrecke. Und das also das Produktnahe ist das eine und das andere halt mit Geld. Ne? Wir über unsere TUI Care Foundation unterstützen dann zum Beispiel UNICEF. Und wir sehen bei Mitarbeitern in der Branche jeden Tag eigentlich neue Initiativen. Das gibt auch Kraft. Das ist schon gut. Ja. Das hat auch irgendwie etwas Tröstliches in einer sonst wirklich trostlosen Lage, möchte man schon fast sagen. Ich habe gesagt zu Beginn, ich möchte da gar nicht ewig darauf herumreiten, aber es wird natürlich immer wieder als Thema auftauchen. Wir wissen aber auch, dass dieser Krieg in der Ukraine in einer Zeit fällt, in der die Tourismusbranche, wie viele andere Industrien auch, aber gerade die Tourismusbranche wirklich sehr gelitten hat an zwei Jahren Corona-Pandemie und die Auswirkungen, die sind ja auch immer noch spürbar. Jetzt weiß ich, Herr Dr. Heller, dass Sie eine Studie gemacht haben und sich das sogenannte, das ist ja schon Neudeutsch, New Normal auch im Tourismus angesehen haben. Diese Studie haben Sie mitgebracht und wir würden uns freuen, wenn Sie die uns vorstellen. Sehr gerne. Dann werde ich mich auch recht knapp und kurz halten, um niemanden zu langweilen. Aber es ist eine hochspannende Studie. Und das, was wir gesehen haben oder wie wir in diesen Studienaufsatz gekommen sind, wir sind gebeten worden, von einem der weltweit führenden Reservierungssysteme, der Firma Sabre, diese Studie weltweit durchzuführen. Und man muss sich natürlich überlegen, das war zu einer Zeit, als wir gerade mitten in Corona unterwegs waren und die Frage danach war, wie sich weltweit diese Krise denn in der Touristik niederschlägt. Und auch noch eins ganz wichtig, so dramatisch die Ukraine-Situation natürlich ist.
Man muss da an der Stelle wissen, die Touristik war schon über Jahrzehnte und immer wieder gebeutelt von, ja, ich nenne es mal auch etwas regionalen Krisen. Und das Besondere dabei war in der Corona-Krise, dass es eben keine regionale Krise war. Und deswegen reden wir von diesem New Normal. Es war eine Studie, die wir im letzten Quartal des Jahres 2021 durchgeführt haben. Wir haben über 500 Beteiligte an der Studie. Wir haben quantitative Erhebungen gemacht. Wir haben qualitative Tiefeninterviews durchgeführt, sowohl in der Airline-Industrie als auch in der Travel-Agency-Industrie, und haben dort die Menschen danach befragt, was sich eigentlich verändern wird und was sich auch institutionell verändern wird. Ich denke, die wichtigsten großen Veränderungen, einmal aus Kundensicht und einmal aus einer Sicht des Business-Reisenden oder der Travel-Branche in Summe, ist letztendlich die Frage nach den Faktoren, die letztendlich das Reiseverhalten bestimmen, und die werden zunehmend komplexer. Wir sehen auf jeden Fall eine höhere Komplexität von Reiseentscheidungsfaktoren. Das sind Themen wie Informationsvielfalt, das sind Sicherheit, Flexibilität. Was in der Folge sich daraus aber ableitet, ist eine wesentlich höhere Bereitschaft, auch etwas mehr Geld zu zahlen. Wenn wir uns erinnern, war diese Branche über viele Jahre in, glaube ich, ganz Europa geprägt von einer Geiz-ist-geile-Stimmung, und jeder hatte versucht, den Preis noch etwas zu unterwandern und noch etwas günstiger im Markt unterwegs zu sein. Und ich glaube, die Krise der letzten zwei Jahre hat die Werthaltigkeit des Reisens nochmal in einen anderen Fokus geschoben. Das Gleiche aus einer Perspektive der Branche selber, das Travel-Business hat natürlich massiv unter dem massiven Arbeitsaufwand gelitten. Und das ist gleichzeitig etwas erhöhter Arbeitsaufwand bei Arbeitszeitreduzierung. In Ländern wie Deutschland haben wir die Kurzarbeit, das gibt es nicht überall auf der Welt. Und entsprechend dramatisch hat sich die wirtschaftliche Situation weltweit auch für viele einzelne Menschen in der Touristik entwickelt. In der Summe, wenn ich das so etwas zusammenfassen darf, sehen wir vor allem zwei große Themen. Wir werden mehr in Richtung Flexibilität, Agilität gehen und auch in eine Transformation weiter hineingehen, die vor allem darauf beruht, dass wir in Richtung Sicherheit und Vertrauen wesentlich mehr Entwicklungen sehen werden in den nächsten Jahren. Wir werden dem Kunden, dem Entscheidenden, dem Bucher wesentlich mehr qualifizierte Informationen geben müssen, um ihm ein gutes Gefühl der Reise zu geben im Rahmen der Reise und der Buchung. Und wir werden darauf basieren, das sind alles Themen, die in sich miteinander natürlich in der Korrelation stehen, wesentlich mehr noch in den Richtung Kundenservice, Customer Service hineinpacken müssen. Wir haben das auf der Seite der Unternehmen, eine wesentlich höherer Druck zur Prozessintegration und zur Kollaboration. Und dazu kann ich Ihnen etwas genauer erzählen, wie sich die Welt grundsätzlich weiterentwickelt. Das eine ist, wir haben es ja vorhin schon auch von Herrn Minister Habeck gehört, ja, der Druck des Reisens ist da, und zwar der positive Druck. Und bitte das richtig zu verstehen, das war natürlich auch noch kurz vor der Ukraine-Krise. Aber ich glaube, wenn sich hier alles in ein New Normal entwickelt, auch nach Corona, wird eine sehr hohe Form von Revenge Travel, wie man das neudeutsch nennt. Ich habe nicht mal eine richtige Übersetzung dazu. Es ist letztendlich, es klingt bedrohlich. Nein, es ist sehr gut, weil es ist etwas, worunter die Industrie über die letzten Jahrzehnte gelitten hat, die geringe Bereitschaft, Geld auszugeben. Und ich sage mal so, das ist wie ein Korken auf einer Champagnerflasche. Jetzt will der Korken irgendwann raus, und die Menschen wollen auch wieder Geld ausgeben. Das sehen wir, und wir sehen allerdings auch in einem Umfeld, im Business Environment, dass wir vor allem im Business Travel, also im Geschäftsreiseverkehr, ein recht unterschiedliches Reiseverhalten haben werden. Sie müssen sich vorstellen, Homeoffice wird sich durchsetzen, aber was passiert in den Unternehmen? Und das war sehr interessant, weil uns da zwei, drei Gesprächspartner in den tiefen Interviews sehr tiefe Einblicke gegeben haben, wie die Unternehmenskultur versucht wird, über persönliche Treffen am Ende wieder nach oben zu bringen und in eine Form zu bringen, wie sich das die Unternehmen vorstellen. Das wird mit Reisen verbunden sein. Das Gleiche, die Verbindung der Menschen zueinander wird das Thema Messegeschäft wieder motivieren. Und wir haben natürlich auch ganz neue Reiseformen, weil die Menschen an Plätzen arbeiten, in denen sie vorher nicht gearbeitet haben. Sustainability als zweite große Dimension, das ist die Nachfrage, die Nachhaltigkeit natürlich. Hier sehen wir große Herausforderungen für die Branche, und ich glaube, das wird auch klar, wenn Sie die aktuellen Branchenveranstaltungen und Tagungen mitbekommen.
Nachhaltigkeit wird nicht ausschließlich darüber definiert sein, seine Reiseleistung mit irgendwelchen Aktivitäten zu kompensieren, wie zum Beispiel Bäume pflanzen. Sehr interessant dazu übrigens, die wenigsten Reisenden sind bereit, noch ein paar Euro extra für das Pflanzen von Bäumen aufzugeben. Das haben wir jetzt in verschiedenen Studien leider ermitteln müssen. Ich wurde gefragt, vor allem auf die Unterschiede zwischen den Regionen kurz einzugehen. Wir haben in dieser globalen Studie die drei großen Regionen Americas mit Nord- und Südamerika, die EMEA-Region tiefer analysiert. Da gehört Europa, Mitteleuropa und auch die afrikanischen Länder dazu und den Asia-Pacific-Raum, kurz genannt APEC. Was wir dort gesehen haben, ist, dass wir in der EMEA-Region, also im europäischen, im Dachraum, weniger, den Optimismus haben, dass der Business Travel massiv zurückkehren wird. Dort ist also eher die Aussage, es wird nicht den kompletten Recover geben und wir sind eher etwas pessimistischer. Das liegt aber vielleicht in der Natur der Europäer. Spannend ist, im asiatisch-pazifischen Raum, wo wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass sehr viel auf Masse funktioniert, die personalisierten Angebote, Reiseangebote tatsächlich an Bedeutung gewinnen. Wir werden sehen, dass auch in diesen Ländern, wo wir bisher dieses Thema Nachhaltigkeit nicht so stark gesehen haben, eine höhere Nachfrage nach nachhaltigen Produkten haben. Und wir werden auch sehen, dass wir natürlich die Erwartung haben, dass die Regierungen in diesem Bereich etwas stärker aktiv werden. Americas generell Value for Travel, das Schöne in Amerika und dafür vor allem in Nordamerika ist, da sind die Menschen meistens bereit, auch für Service zu zahlen. Und das wirkt sich hier aus. Kurz einen abschließenden Blick oder einen fast abschließenden Blick auf die Zukunft. Wir werden sehen, dass wir sehr viel in Technologie investieren werden. Es gibt ein Fachbranchenjargon für NDC, das sind die Themen, wenn man direkt beim Leistungsträger bucht, dort gibt es noch etwas skeptische Meinungen im europäischen Raum. Wir sehen aber, dass in den APAC-Ländern und Amerika die Verknüpfung und die Verkettung von einzelnen Reiseleistungen viel stärker an Bedeutung gewinnen wird. Das heißt, hier wird es darum gehen, den Kunden intensiver und besser zu verstehen. Und jetzt zum abschließenden Teil, weil meine Redezeit ja schon durch ist und ich von mir aus gesehen rechten Seite auch schon den einen oder anderen Blick bekomme. Technologie und Kollaboration, das sind die beiden wesentlichen Treiber, über die wir in Zukunft reden werden. Technologie, das haben wir in der Vergangenheit gehabt, da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen, aber entscheidend, was wir quasi nach 2 Jahren Corona und Krise sehen, ist die Kollaboration. Und das Spannende, wir sehen das selber in vielen Projekten bei Kunden. Jeder Kunde schaut auf seinen Customer, schaut auf seinen Kunden und seine Customer Journey. Tatsächlich hat, glaube ich, die Krise das bewirkt, dass die Branche insgesamt über alle Unternehmensgrenzen hinaus in einen kollaborativen Ansatz gehen muss, um dem Reisenden am Ende ein Gesamterlebnis zu bieten, das quasi ein wertiges Reiseerlebnis ist. Das sind angefangen von integrierten Prozessen bis hin zum Verständnis über verschiedene Unternehmensbereiche. Also der Kunde ist nicht mehr der Kunde des einzelnen Unternehmens, sondern ist wahrscheinlich letztendlich der Kunde der gesamten Industrie. Passt das? Das müssen Sie wissen, Sie kennen die Studie besser, ja, aber Herr Dr. Heller, ich glaube, da war schon sehr viel drin und es sind zwei Begriffe gefallen, die ich jetzt sofort aufgreifen möchte, wobei der eine uns, nämlich The New Normal, gleich noch etwas länger beschäftigen wird. Aber ich fand das sehr interessant, was Sie gesagt haben zum Thema Sustainability, also der Nachhaltigkeit und dass eben Angebote, weil auch das hat der Minister gesagt, also Reisen ist jetzt nicht unbedingt das Beste fürs Klima. Und deswegen hat man sich vieles einfallen lassen, wie man da irgendwie eben dann noch so ein Bonuspünktchen bekommt. Ja, so sagt, okay, das ist zwar nicht gut fürs Klima, aber wir machen dann das dafür. Und Sie sagen, das wird nicht gut angenommen. Und da würde ich jetzt gerne gleich Frau Müller und auch Frau Rauch-Keschmann genau dazu befragen. Wenn diese, Frau Müller, fange ich mit Ihnen an, wenn diese Optionen, wenn diese Mechanismen nicht angenommen werden, welche Alternativen gibt es denn dann für die Reisebranche? Der Hauptpunkt ist die Herausforderung, die wir auch grundsätzlich haben. Wie bekommen wir Mobilität klimaneutral? Dafür gibt es schon eine Akzeptanz. Da sind wir natürlich gerade beim Thema Fernreisen. Fliegen, muss man ganz klar sagen, belastet das Klima enorm. Die Frage ist also, wie können wir klimaneutral reisen? Auch fliegen, das will ich ganz klar sagen, das ist kein Petitum gegen Fernreisen, im Gegenteil, sondern das ist eine Grundsatzfrage, der wir uns stellen müssen. Und das Zweite
ist natürlich, und ich fand das sehr interessant in der Studie, gerade mit Blick auf den APAC-Raum, natürlich auch vor Ort, dass man feststellt, dass das Angebot vor Ort integriert ist, dass es sozusagen nicht wirkt wie, ich sag mal, wie so ein UFO, was irgendwo gelandet ist, ohne Kontakt zur Umgebung, sondern eingebettet ist, möglichst mit regionalen Partnern arbeitet, regionale Ressourcen nutzt, aber damit auch schont. Und das hat die Akzeptanz. Ich sag mal, das Bäumepflanzen wirkt dann eben manchmal wirklich wie so ein, naja, nett gemeint, aber nicht gut gemacht, sondern es muss wirklich systemintegriert sein in der Region, wo es passiert. Ja, Frau Rauch-Keschmann, Ihre Gedanken zu dieser Nachhaltigkeit und inwieweit der Tourismus da vielleicht ein bisschen erfolgreicher sein könnte? Sehr, sehr gerne. Und ich habe das sehr, sehr spannend jetzt auch die Präsentation der Studie gefunden. Und die Nachhaltigkeit haben ja wir schon vor 4 Jahren damals bei uns sehr stark für den Tourismus aufgegriffen, weil vor 4 Jahren die Bundesregierung eine Entscheidung getroffen hat, nämlich den Tourismus aus dem damaligen Wirtschaftsressort in das damalige Ressort für Nachhaltigkeit und Tourismus zu integrieren und genau das auch zu positionieren, dass Tourismus nicht nur ein höchst erfolgreicher Wirtschaftssektor in Österreich ist. Und der Bundesminister Habeck hat es angesprochen, in Deutschland auch wichtig, bei uns noch einmal doppelt so wichtig. 8% des BIP gehen bei uns auf Kosten des Tourismus und hier vor allem ganz stark in den Regionen, wo wenig andere Sektoren verbreitet sind. Und diese Entscheidung, den Tourismus ganz bewusst auch in meiner Sektion mit der Regionalpolitik zusammenzutun, um diese Verknüpfung mit dem, was in der Region passiert, um im Tourismus nicht nur irgendwo hinzusetzen, wo man ein Produkt konsumiert, sondern letztendlich, dass Tourismus in lebenswerten Regionen stattfindet, war dann auch der Gedanke, den wir bei der Erarbeitung unserer Tourismusstrategie sehr stark verfolgt haben und dort auch erstmals in Österreich die Nachhaltigkeit als das leitende Prinzip verankert haben. Was mir noch sehr wichtig ist, dass wir Nachhaltigkeit nicht immer nur reduziert auf die ökologische Komponente sehen. Wir haben immer hier im Auge gehabt, sowohl die ökologische, die gerade für ein Urlaubsland wie Österreich, der Schutz der natürlichen Ressourcen natürlich elementar ist, aber gleichzeitig die ökonomische Nachhaltigkeit. Auch wir haben sehr viele Klein- und Mittelunternehmen, die das Wirtschaftsleben hier prägen, die gesund wirtschaften können und die auch Rahmenbedingungen brauchen, dass das funktioniert. Aber ganz entscheidend auch diese soziokulturelle Dimension, dass der Gast, der kommt, nicht als Belastung empfunden wird, sondern letztendlich als Bereicherung, der hier aufgenommen wird, der sich hier willkommen fühlt, weil nur so können wir auch Phänomenen, die wir uns zwar heute nicht vorstellen können, Stichwort Overtourism, aber genau diesen Phänomenen entgegensteuern und letztendlich lebenswerte Regionen zu schaffen, in der sowohl die Bevölkerung als auch die Gäste sich wohlfühlen und natürlich die Umwelt hier auch entsprechend geschützt wird. Und ich habe, weil Sie ja beide online sind, habe ich Sie beide, Sie und Frau Schade, gut im Blick. Und Frau Schade hat auch heftig genickt, als Sie gesagt haben, der Gast muss sich wohlfühlen. Und das wundert mich jetzt natürlich nicht bei Ihnen, Frau Schade. Da hält sich ja der Gast mit am meisten auf. Wenn wir jetzt diesen Überbegriff New Normal, den der Herr Dr. Heller in seinem Vortrag ja auch angesprochen hat, nimmt. Inwieweit sieht dieses New Normal bei Ihnen im Hotelgewerbe aus? Was sehen Sie da an Veränderungen seit diesen 2 Jahren Pandemie, was die Gästestruktur betrifft, die Ansprüche? Ist es richtig, dass die Gäste gerne mehr bezahlen, um einen speziellen Service zu bekommen? Auch das klang in der Studie an. Was haben Sie, Ihre Erfahrungen gemacht? Also ich würde erstmal gerne dieses eine Thema aufgreifen mit dem Regionalen, weil das haben wir natürlich ganz stark gesehen. Wenn wir bei uns die Zahlen anschauen von 2019 im Vergleich dann zu 2021, stellen wir natürlich überall fest. Und egal, ob wir das jetzt im deutschen Raum bei uns ist oder in Österreich oder in der Schweiz, dass der Domestikanteil angestiegen ist. Jetzt kann man sagen, naja, das ist eine logische Konsequenz durch die Pandemie, die uns natürlich im Reisen sehr eingeschränkt hat. Aber auf der anderen Seite sehen wir trotzdem, dass dadurch auch entstanden ist, dass die Reisenden, die Touristen wirklich sich mit dem Thema auch auseinandersetzen und nachhaltiger reisen wollen und auch bewusster sich entscheiden. Und den Trend sehen wir auch weiterhin. Also das ist, wir hatten schon zum Beispiel in Deutschland 70% nationales Geschäft und haben zum Beispiel jetzt über 80. Also das ist natürlich etwas, und erwarten übrigens auch nicht, dass das internationale Geschäft schon gar nicht unter den jetzigen Gegebenheiten zurückkommt. Wir hatten alle mal gesprochen, naja, vielleicht vorsichtig im Q2 2022, dass das internationale Geschäft teilweise zurückkommt, tut es aus unserer Sicht nicht. Wir sagen sogar eher 2024 mittlerweile, weil ich glaube, da ist auch leider so viel Unsicherheit mittlerweile drin.
So, aber der Positiveffekt ist ein Stück weit dieses bewusste Entscheiden für eine Reise. Der Minister Habeck hat es gerade vorher auch gesagt, er entscheidet sich bewusst, dann aufs Fahrrad zu setzen oder eben auf diese Hallig zu gehen, um nicht Insel zu sagen. Und dort wirklich auch bewusst die Natur zu genießen. Und das ist eine tolle Sache, wo wir uns natürlich auch drauf einstellen. Und dann ein weiterer Trend, der bleiben wird, ist dieses Thema, dieses Leisure, dieses englische oder eingeenglischte Wort, diese Mischung aus Business und Leisure. Und das haben wir ja in der Studie auch gesehen. Ich glaube, dass auch das kommen wird, dass man das viel mehr verbindet und so sagt, ich gehe jetzt auf eine Geschäftsreise, aber ich nutze die Gelegenheit, dann dort mir das Land noch anzugucken. Und auch das ist mehr bewusstes Reisen. Und die anderen Punkte sind schon angesprochen worden, trotzdem sind die wahnsinnig wichtig. Hohe Flexibilität, hohes Thema des Bedürfnisses nach Sicherheit, dass wir dem Gast auch sagen müssen, guck mal, du kommst zu uns und du kannst dich wirklich sicher fühlen. Digitalisierung. Viele Gäste erwarten gerade durch diesen Sicherheitsaspekt einfach auch sehr viel digitalisierte und schnelle Prozesse. Und zu Ihrem letzten Punkt mit dem Thema Preis. Ja, natürlich wird das kommen schon, ich sag mal, alleine auch aus der Tatsache jetzt der Energiepreise. Da können wir uns jetzt wieder auf den Ukraine-Konflikt beziehen. Da wird sowieso, werden wir was tun müssen, aber auch aus der Pandemie heraus, glaube ich, haben wir gelernt, dass wir durchaus auch unsere Produkte zu einem angepassten Preis wirklich auch in den Markt geben müssen, weil dieses nur billig, billig kann es einfach nicht mehr sein. Und vor allem mit den Rahmenbedingungen der letzten zwei Jahre, den jetzigen Rahmenbedingungen. Und wenn wir dann noch hören, dass die Bereitschaft da ist, bei den Kunden auch mehr auszugeben, dann wird das sicherlich auch in der Hotellerie den Einzug finden. Vielen Dank, Frau Schade und Herr Baumertz. Da sind jetzt unheimlich viele Dinge gesagt worden, wo ich dran denke, der Luftverkehr und natürlich als Vorstand von TUI Deutschland sind Sie jetzt nicht nur für den Luftverkehr zuständig, aber Sie sind eben auch verantwortlich für die Angebotsplanung von TUI Fly in den Dachmärkten. Und insofern haben Sie natürlich einen guten Blick, wie die Lage für den Luftverkehr ist. Jetzt haben wir Sachen gehört, die Sie wahrscheinlich nicht freuen. Also zum einen ist es nicht gut fürs Klima, da kann man das drehen und wenden, wie man will. Dann haben wir jetzt auch gehört, also dass so dieser internationale Tourismus und die meisten Menschen, die fliegen, wollen ja dann in der Regel auch ein bisschen weiter weg und eben nicht mit dem Fahrrad zur nächsten Hallig. Auch das könnte sein, da müssen wir noch ein paar Jährchen warten. Wie gestaltet sich aus Ihrer Sicht das New Normal für den Luftverkehr? Ja, erstmal muss man sagen, das Thema Nachhaltigkeit wird auf jeden Fall wichtiger werden. Und da kann ich nur zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass die Studie so gemeint war, dass es beim Kunden nicht ankommt als Thema. Im Gegenteil, glaube ich, im Gegenteil. Man kann relativ schnell entlarven, ist dieses Bäumepflanzen quasi nur so ein Feigenblatt oder steckt da wirklich ein Ansatz von Vermeidung hinter? Und ich meine, es ist kein Geheimnis, in unserem Geschäft würde ich sagen 80-85%, je nach Flugstrecke, des CO2-Fußabdrucks kommen aus dem Fliegen. Das heißt, da müssen wir auch ansetzen, nicht nur da, aber auch da, Richtung Klimaneutralität. Das ist technisch noch ein bisschen weiter Weg, aber man kann seine Flugzeugflotte modernisieren, haben wir gemacht oder machen es noch mit neuen Flugzeugen, die 15% weniger Sprit verbrauchen. Man kann dann auch anfangen, sobald es gut verfügbar ist, irgendwie Biofuel zuzumischen. Das ist was. Und man kann dann investieren und forschen in neue Antriebstechniken. Das ist alles, also wir haben eine recht langfristige Roadmap, die wir gerade entwickeln dafür. Und ich glaube, das ist, was die Kunden werden gucken, ob das ernst genommen wird oder ob da quasi nur kompensiert wird. Nicht? So sehe ich das jedenfalls. Gucken wir jetzt mal vielleicht auf den Angebotsmarkt, jetzt ganz diesen Sommer, die Sommersaison, die alle interessiert. Und wenn ich da auf die, ich sag mal, was hier so rund ums Mittelmeer passiert, wir nennen das immer touristische Kurz- und Mittelstrecke, Spanien, Griechenland, Türkei, aber auch Nordafrika gucke, dann sind die Flugkapazitäten im ganzen deutschen Markt auf dem Niveau von 2019. In manchen Destinationen ein bisschen höher, in manchen ein bisschen weniger. Griechenland zum Beispiel etwas höher, da wollen wir als Gruppe dieses Jahr auch mehr Gäste hinbringen als in 2019, aber im Schnitt ist es ungefähr wieder auf dem Niveau. Man kann dann sehen, dass teilweise einzelne Fluggesellschaften vielleicht aus den Städteverbindungen etwas rausgehen und sogar was reinschiften in Urlaubsdestinationen, weil die Erwartung ist, dass es einfach schneller zurückkommt als die Geschäftsreise. Nichtsdestotrotz, wenn ich in Summe drauf gucke, ist das auf dem Niveau von 2019.
Herr Dr. Heller, wo sehen Sie denn eigentlich vielleicht ein ganz besonderes Potenzial für die Dachmärkte, gerade auch im internationalen Vergleich? Also alle Krisen geschüttelt, gibt es da Vorteile? Also ich sehe natürlich die Dachmärkte extrem gut aufgestellt im Tourismus. Und um das kurz nochmal anzumerken, ja, so wie es Herr Baumert auch interpretiert hat, das ist gemeint mit dem Thema Nachhaltigkeit, dass wir eben echte Nachhaltigkeit liefern müssen, übrigens in allen drei Dimensionen, also auch sozial und wirtschaftlich. Aber zu Ihrer Frage, die DCT hat zum Beispiel dazu eine Reihe von Studien und Erhebungen gemacht, dass natürlich weltweit die Länder, ich nenne sie jetzt alle drei aus der DACH-Region, so aufgestellt sind, dass sie eigentlich alles das erstmal bieten, was der Mensch nach der Krise jetzt gerne sehen möchte. Also Sicherheit, Infrastruktur, alle diese Themen. Und ich denke auch mit der technischen Ausstattung, ich habe in der Studie, haben wir ja sehr stark rausgearbeitet, wie dieses Thema der Individualität, der Individualisierung relevant gewinnt. Ich denke, da ist die DACH-Region schon sehr gut aufgestellt, aber das ist sicherlich das, wo es jetzt den nächsten Schritt geben muss. Also auch in Richtung der Bundesregierung. Ich glaube, da jetzt die Integration der verschiedenen Wertschöpfungsteilnehmer zu fördern, und im Gespräch hatten wir schon darüber gesprochen, dass Sie da eine ganze Reihe von Aktivitäten planen, wie quasi die Länder, die Regionen mit den Tour-Operatoren, mit der Hotellerie gemeinsam diese Individualität des Kunden adressieren können. Individualität, spielt das gegebenenfalls, Frau Müller, auch eine Rolle, weil im Koalitionsvertrag, da gibt es einen Absatz zum Tourismus, das ist ja auch interessant, auf Seite 29, falls das jemand nachlesen möchte. Und da steht, dass der Tourismus großes Zukunftspotenzial im ländlichen Raum aufweist. Erstmal, wie kommen Sie da drauf? Also wie hat sich das ergeben? Und wie wollen Sie jetzt die Touristen in diesen ländlichen Raum lenken? Was für Maßnahmen haben Sie da angedacht? Zu einem sehen wir momentan tatsächlich diesen Trend hin, ich muss sagen, auch zum einen für Berlin leider weg vom Städtetourismus hin zu diesen Angeboten. Worum es dabei geht, ist insbesondere, was schon angesprochen wurde, dass es in die Region passt, dass man es mit der Region zusammen macht, dass es nachhaltig ist. Das ist immer so dieses wunderbare Schlagwort. Und da geht es darum, Angebote in den Regionen zu schaffen, die dahin passen. Wir haben zum Beispiel das ganze Thema Wandertourismus, Wasserwandertourismus, Radtourismus. Der Minister hat es selber angesprochen, diese Bereiche zu fördern. Es sind sehr individuelle Angebote, und da ist es sehr, sehr wichtig, dass Angebote ineinander greifen, auch regionübergreifend. Dass ich zum Beispiel aus München, wenn ich einen Wandertourismus oder eine Wanderreise machen möchte in Nordrhein-Westfalen, dass ich vorweg mir schon Sachen zusammenstellen kann, dass ich auch auf verschiedene Angebote zugreifen kann und so dann auch das einfach habe, die Punkte, die mich interessieren, zu finden und gleichzeitig dann auch die verschiedenen regionalen Alleinstellungsmerkmale zu stärken. Wir vergessen gerne in Deutschland, wie viele unglaublich tolle Sachen wir haben, also von den Sehenswürdigkeiten, von den Nationalparks. Wir haben ein unglaublich breites Angebot, das gilt auch für die Österreich und die Schweiz. Wir gelten bereits mit der weltweiten Brille als grüne Länder, als sehr nachhaltige Länder, auch wenn es auf Tourismus kommt. Das heißt, diese internationalen Trends stärken unseren Tourismus hier. Es ist jetzt auch die Aufgabe, natürlich dann die Städte dort mit zu integrieren. Interessanterweise steht in diesem Koalitionsvertrag so gut wie nichts zum Thema Outgoing-Tourismus. Und jetzt haben wir eben auch vom Bundesminister Habeck gehört, die Deutschen sind ja Weltmeister im Reisen. Und das lassen wir dann einfach so, oder gibt es da seitens der Bundesregierung noch irgendwelche Ideen? Erstmal muss ich sagen, wir hatten tatsächlich Platzvorgaben für den Koalitionsvertrag. Ich kann das sagen, weil ich tatsächlich an diesem Teil mitgeschrieben habe. Wir waren da sehr, sehr, sehr beschränkt. Und natürlich, wenn wir auf den weltweiten Tourismus gucken, dann gucken wir auch auf den Verkehrsteil, also wirklich auf die Fragen, wie bekommen wir internationale Verkehre klimaneutral. Dann gucken wir auf die Frage, wie stellen wir sicher, dass Entwicklung auch in unseren Nachbarländern und Nachbarregionen gut sind. Da sind wir also bei ganz anderen Themen. Wir sind nicht nur bei der reinen Tourismuspolitik, sondern weiter. Wir haben das übrigens mit mehreren Politikfeldern, dass man da ein bisschen weiter gucken muss, und dann findet man Sachen. Und zum Beispiel beim Thema Flugverkehr ist eben die Frage Beimischungsquoten, Biofuels ist eines der Themen, was durchaus adressiert wird. Herr Baumert, Sie sind ja auch zuständig für die Schweiz als Tourismusmarkt.
Und je nachdem, wo man wohnt in Deutschland oder in Österreich, könnte man da auch mit dem Rad hinkommen. Ist sicherlich machbar oder wie fit man eben auch ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber welchen Bedarf, welche Entwicklung im Markt sehen Sie denn eigentlich gerade in der Schweiz? Ja, der Schweizer Markt für uns, wir mieten es auch als Destination an. Größere Bedeutung hat das als Outgoing-Markt tatsächlich. Vielleicht nehme ich darauf mal Bezug. Das ist ja ein Markt mit einer sehr hohen Kaufkraft. Eigentlich die höchsten Durchschnittsreisepreise sieht man im Schweizer Markt. Wahrscheinlich geht das in anderen Branchen auch so, weil vieles dort teuer ist. Aber, und wir sehen sehr hohen Fernstreckenanteil und wir sehen hohe Anteil an Individualreisen. Jetzt hat das in der Krise, dadurch, dass viele Länder nicht komplett oder frei bereisbar waren, etwas gelitten. Dann war der Fokus ein bisschen mehr auf Badeferien, aber seit Anfang des Jahres gehen die Buchungen da eigentlich wieder nach oben, sehr stark. Die Regularien vor Ort sind ja sogar noch etwas mehr gelockert als hier in Deutschland. Man braucht zur Einreise nicht mal mehr einen Test, was hier in Deutschland ja zum Beispiel noch so ist. Maskenpflicht gibt es auch nicht mehr, nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Das heißt, das hilft alles bei der Erholung des Marktes. Und ich glaube, für den Schweizer Markt, dadurch, dass er so hochwertig ist, also die kaufkräftigen Kunden sind da zuallererst in der Schweiz, über die wir heute schon gesprochen haben, da gilt diese Verbindung zwischen digitalen und persönlichem Service gut hinzukriegen. Das versuchen wir sehr stark, indem wir zum Beispiel versuchen, über die Website auch Terminvereinbarungen im Reisebüro mit Rückrufen oder dann auch während der Reise über die App noch Angebote vielleicht für Ausflüge zu machen. Also dies irgendwie intelligent zu verzahnen, weil dieser Kunde, der viel Geld bezahlt hat, der halt auch hohe Serviceansprüche hat. Mhm. Das ist eine Herausforderung und eine Chance. Aber wenn ich Sie so anschaue, es sieht alles sehr optimistisch aus. Also ich konnte da keine dunkle Wolke irgendwo entdecken. Also was den Schweizer Markt betrifft, müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. Nee, mein Ausblick für den Schweizer Markt ist eigentlich genauso wie für die ganze Dachregion, dass wir für diese Sommersaison gute Chancen haben, wieder auf das Sommer 19-Niveau hinzukommen. Ja, Frau Rauch-Keschmann, wie sieht es denn dann mit Österreich aus, was ja auch ein Hochtourismusland ist? Und wir wissen natürlich, wir alle haben noch den Begriff Ischgl im Kopf und wissen die bitteren Jahre, Pandemiejahre. Jetzt hat Österreich auch als eines der ersten europäischen Länder auch wieder gelockert nach sehr strikten Maßnahmen. Wenn wir da wieder den Begriff auch New Normal mit hereingeben, wie gut ist denn Österreich jetzt im Tourismus aufgestellt? Also ich denke mir, Österreich steht wie die gesamte Dachregion oder wie die meisten Tourismusländer vor großen Herausforderungen. Aber ich denke, wir können alle, vor allem in der Dachregion, sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen. Ich denke mir, wir haben, und das haben wir auch aus der Studie gesehen, beste Voraussetzungen, um dem, was der Gast in Zukunft will, in den kommenden Jahren will, perfekt zu begegnen. Wir haben ausgezeichnete Angebote, wo die größte Herausforderung sein wird, die hohe Dienstleistungsqualität, sage ich jetzt mal, auch aufrechtzuerhalten vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Das wird sicher eine der größten Herausforderungen für die gesamte Dachregion werden. Aber ansonsten, glaube ich, stehen wir mit dem, was der Gast nachfragt, Genuss, Kulinarik, Natur, Kultur, weil es geht seit einigen Jahren, aber jetzt immer weniger um schneller, höher, weiter, sondern es geht um ein ganz bewusstes Urlaubserlebnis, dieses Eintauchen, sich bewusst für eine Reise zu entscheiden, sei es jetzt eine Fernreise oder eine Nahreise. Und hier hat, wenn ich ein bisschen irgendwo Positives an dieser Pandemie finden will, also dieses Entdecken des eigenen Urlaubslandes, der näheren Umgebung, der erdgebundenen Destinationen war hier sicher eine Chance. Und Österreich ist, wenn man es im Vergleich mit Deutschland sich ansieht oder auch mit der Schweiz, wir haben einen extrem hohen Ausländergästeanteil. Das heißt, wir haben nur ein Drittel der inländischen Gäste und der Markt ist schon überschaubarer im Vergleich zu unseren deutschen Nachbarn. Das heißt, hier ist sicher für Österreich eine der größten Herausforderungen, wissend, dass der internationale Verkehr, wir haben es in der Runde vorher gesagt, sicher noch länger auf sich warten lassen wird. Also der Städtetourismus, insbesondere auch mit dem Kongressbereich, ist für uns hier trotz der Lockerungen, die wir jetzt machen konnten, weil wir auch glauben, dass wir hier mit den Rahmenbedingungen auch ein sicheres Urlaubserlebnis bieten können, sicher die größte Herausforderung. Ich glaube, ein letztes vielleicht, um an die Frau Müller auch anzuschließen. Ich glaube, ein Schlüssel auch in der Zuversicht der kommenden Jahre und der Erfolgsfaktoren wird die Kooperation sein. Wir sind alle in einem, also wir zumindest hier gemeinsam, in einem föderalen System. Die Zuständigkeiten auch auf Regierungsebene sind ja auf verschiedene Ressorts verteilt. Wahrscheinlich hat das Arbeitsministerium, das Finanzministerium mit der Steuer
Systematik deutlich mehr Einfluss auf die Tourismuspolitik, als es ein Tourismusministerium kann. Für uns war es nur die Entscheidung, hier eine gemeinsame Vision zu geben, wo die Branche sagt, in diese Richtung wollen wir gehen, das braucht es. Und am Ende muss jeder im Rahmen der Zuständigkeiten, die es gibt, sage ich jetzt mal von den Gebietskörperschaften bis zum Hotel, bis zum einzelnen Mitarbeiter, sich überlegen, wie kann ich einen Beitrag leisten. Und wir hoffen einfach, dass wir diese positive Sogwirkung, diese Perspektive jetzt nach Corona vor dem Hintergrund der jetzigen Entwicklungen, die einfach vieles in den Hintergrund rücken, aber dass wir diese positive Vision einfach geben können und hier auch Orientierung geben können. Ja, vielen Dank. Und da möchte ich auch gleich bei Frau Schade weitermachen, weil Sie haben gerade gesagt, Frau Rauch-Keschmann, dass diese zwei Pandemiejahre vielleicht auch einem, ja, auch einen guten Nebeneffekt hatte, weil man bestimmte Dinge genauer gesehen hat. Und da gibt es ja dieses schöne neudeutsche Wort, die Key Learnings, Frau Schade, gerade für die Hotellerie. Was würden Sie denn sagen, sind die Key Learnings, die eben gerade auch Ihren Bereich für zukünftige Krisen noch krisenfester macht? Ich würde vor den Key Learnings gerne noch eine Anmerkung machen, weil ich sage mal, der touristische Bereich, der wird uns sicherlich im Jahr 2022, sofern jetzt nichts weiteres dazwischen kommt, auch positiv begleiten. Trotzdem muss auch gesagt werden, es gibt genug Destinationen in der Hotellerie, und da spreche ich, glaube ich, für einige touristische Unternehmen auch mit, die immer noch sehr leiden, auch unter dem Thema Geschäftsreise. Ich nehme jetzt mal gerade das Thema Messen und so weiter. Das ist alles noch ein Riesenthema, wo wir nicht wissen, wie das Geschäft zurückkommt und ob es überhaupt in dieser Form zurückkommt. Auch große Unternehmen, das haben wir vorher gelernt, die heute noch sagen, die heute noch bei teilweise minus 50-60% sind ihres ursprünglichen Volumens, und die sagen, naja, 30% minus wird mindestens bleiben. Also daraus ergibt sich auch schon mal ein Key Learning, nämlich, dass wir ganz flexibel sein müssen und auch neue Möglichkeiten und Chancen erkennen. Ich nenne jetzt mal eines, dieses Thema virtuelle Meetings, was wir ja hier gerade hervorragend unter Beweis stellen, nämlich zwei Teilnehmer sind sozusagen, oder Teilnehmerinnen sind online und der Rest ist offline. Dass dieses Ding wird nicht mehr weggehen. Also diese ganzen Tagesreisen und dieses Rein-Raus mit dem Flieger. Und ich denke, da wird es ein großes Umdenken geben. Das ist auch wieder gut für die Nachhaltigkeit. Wir haben uns da zum Beispiel darauf eingestellt, auch als Key Learning zu sagen, dann brauchen wir geeignete Produkte, zum Beispiel im Meeting-Bereich, die das anbieten, dass man das gemeinsam sozusagen dem Kunden in einer Art Toolbox anbietet. Flexibilität, Sicherheit, ich hatte es vorher schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit anders nochmal mit reinzupacken als Qualitätsmerkmal und nicht nur Bäumchen pflanzen, auch wenn Bäumchen pflanzen sicherlich ein erster richtiger Schritt war. Und eben das ganze Thema Digitalisierung, den Kunden wirklich rundum zu begleiten. Wir haben es vorher auch schon gesprochen, Customer Journey wird immer wichtiger. Und das, was gesagt wurde, ist für mich ein ganz wichtiges Learning auch, dass wir sagen, diese Vernetzung innerhalb der Branchen muss einfach noch besser werden, dass wir den Kunden wirklich innerhalb eines Ökosystems Tourismus sehen. Vielen Dank. Mit dem bösen Blick auf die Zeit möchte ich Herrn Baumert und Herrn Dr. Heller noch einmal ganz kurz mit ins Boot holen. Herr Baumert, Sie hatten Herrn Bundesminister Habeck hier. Sie haben jetzt auch mit Frau Müller ein Mitglied der Regierung hier sitzen. Ein konkreter Wunsch für den Tourismus, für Ihre Branche. Ja, ich meine, wir haben es in der Studie auch gesehen, es gibt ein höheres Bedürfnis nach Sicherheit. Und eine Form der Sicherheit ist auch Planungssicherheit. Also für uns ist Planungssicherheit quasi das A und O. Das ist jetzt deutlich besser, zum Beispiel mit den neuen Einreiseverordnungen geworden. Und ich kann nur dafür plädieren, nicht zu sehr, also auf EU-Ebene würden mir sehr lieb sein, man hätte die gleichen Regeln innerhalb von Deutschland, Stichwort föderales System, wäre mir sehr, sehr recht, wir hätten die gleichen Regeln, weil das ist auch eine Unsicherheit, die den Kunden davon abhalten kann. Sagen, ach, wer weiß, was ich da wieder machen muss und so weiter. Und diese Planungssicherheit vielleicht als eine Form der Sicherheit, wenn ich das mitgeben darf. Ja. Und ich glaube, Herr Dr. Heller, da können wir nur nicken, weil auch da reichen uns jetzt die Sekunden nicht mehr, um weiter auszuholen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, Herr Baumert, Frau Müller, Herr Dr. Heller, Frau Rauch-Keschmann und Frau Schade. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Sie hier bei uns auch im Studio waren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich
halte mich viel in den Dachregionen auf und freue mich darauf, die eine oder andere Ortschaft dann auch wieder kennenlernen zu dürfen.